Irene Scheer. Liebe Irene, Lori. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Ach, sag mal, haben wir deinen Song jetzt richtig verstanden? Ja. Was Abschied. Möchtest du uns heute Abend verkünden? Ja, das eigentlich heute ist ja mein Abschied für mein wunderbares Publikum und meine Fans, weil wir haben gesagt, also irgendwie muss das Leben auch weitergehen. Und wenn es am schönsten ist, Lori, dann sollte man auch gehen. So habe ich mir das vorgestellt. Weil am liebsten sage ich, ich gehe jetzt. Als mein Publikum sagt dann irgendwann, wann geht sie endlich? Das wäre natürlich nicht so toll. Das sagt niemand. Das sagt niemand. Noch nicht. Du meinst das also wirklich ernst, ne? Ich meine es wirklich ernst. Okay. Wir haben ja wirklich sehr, sehr lange darüber überlegt. Und mit der Pandemie und dann Operationen und alles, was jetzt also in den letzten 19 Monaten passiert ist, kam man auch runter. Also, weil ich war gewohnt, weil, seit ich 17 Jahre alt war, auf der Bretter der Welt zu stehen und für mein Fans und auch mein Publikum zu singen. Und das tue ich mit meinem ganzen Herz. Ich bin passionierte Künstlerin und auch Entertainerin. Und das ist schon ein großer, großer Schritt, das ich mache. Aber wir beiden haben gesagt, wir wollen auch ein bisschen noch von das, was Gott uns noch gibt im Leben, dass wir andere Sachen machen. Ne? Ja. Weil Klaus und ich haben alles jetzt zusammen gemacht, die letzten 20 Jahre, dass wir zusammen sind. Ohne Klaus wäre gar nichts gegangen. Da wäre nichts gegangen. Nein, ohne dich wäre gar nichts gegangen. Ist ja alles wäre gegangen. Klaus, ich kann mir vorstellen, ihr habt viel daheim gesprochen und ihr habt diese Entscheidung wahrscheinlich auch gemeinsam irgendwo getroffen und du unterstützt Irene bei dieser Entscheidung, oder? Ja, voll und ganz. Du kannst sowas nicht über Nacht entscheiden. Nee. Das ist ein Prozess, der sich über Monate hinzieht. Und es ist wirklich so, wie Irene gesagt hat, wir haben einfach überlegt, was wollen wir im Leben noch machen? Wie kurz ist auch noch die Spanne, die man vielleicht hat oder wie lang? Eher wie lang? Mhm. Und haben dann gesagt, wir wollen das Leben auch ohne Arbeit genießen und ich glaube, zusammen, my darling. Ja. Man sieht euch das an. Ihr habt beide die Tränen in den Augen. Und weißt du, Irene, wir kennen uns schon so lange. Ach, Mensch, ja. Wir kennen uns schon lange und ich war noch ein kleiner Junge. Da durfte ich schon mit dir auf der Bühne stehen und wir waren so viel unterwegs. Und deshalb weiß ich natürlich auch, was die Bühne dir bedeutet. Aber sag mal, wie stellen wir uns das jetzt vor? Also wann soll der Abschied dann stattfinden? Ab jetzt Schluss oder machst du noch ein bisschen? Und also wir haben ja gesagt, also wir haben ja noch Verträge, die wir nicht wahrnehmen konnten durch die Pandemie. Die werden wir wahrnehmen, ja, das ist ja klar. Wir haben ja ein Abschiedsalbum. Mhm. Das heißt Auf Wiedersehen, Goodbye, ne? Ich darf das jetzt sagen. Ja. Und das kommt ja am 14. Januar. Und ach, wunderschöne Lieder. Und tolle Titel. Wirklich toll. Also ich glaube, dass, also auf jeden Fall, mein Herz geht auf und dieses Lied ist dabei. Und also die Texte sind einfach für mich geschrieben worden, für diesen Moment. Und dann gehen wir auf eine kleine Tournee Ende des Jahres für meine Fans, die sagen wollen, sagen, wie, du kannst ja nicht einfach gehen, ohne Nein, dass wir dich noch einmal sehen. Und das muss ich auch sagen, du kannst nicht einfach so gehen, du kannst nicht hierher kommen und sagen, jetzt ist Schluss, Florian. Ja, so also deswegen würde ich dich bitten und euch bitten, doch einfach dann im Januar bei den Schlager-Champions den allerletzten Auftritt zu machen, okay? Also, wann denn? Wow. Ja, 2023. Dann 23? Machst du ein Jahr. So ein Jahr machst du noch. Ja, dann machen wir jetzt einfach ein gemeinsames, schönes Abschiedsjahr. Ja. Da wird es mit Sicherheit emotional werden. Aber ich kann mir vorstellen, wir werden auch Spaß haben. Und dann haben wir einen festen Termin, Schlager Champions 23. Das ist dann auch unser Abschluss. Perfekt. Also doch nicht ganz zu Ende. Nein, ja, so ganz. So schnell kann es nicht gehen. Nein, Florian, vielen Dank, das ist lieb. Ich danke euch. Toi, 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 auch weiterhin. Ja, das Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Ja, genau. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Advent und eine ganz, ganz tolle Weihnachten und ein neues Jahr. 22, also Gesundheit, das ist das Wichtigste, ist das dass wir diese Fieser Virus erhoben. Ja.